Alles gut, Jonas. Danke, Lucifer, für die Rose. Vielen, vielen Dank. Danke, Aline, für die Rose. Wenn man sich so offenbart, was wunderst du dich dann über Angebote? Herr, was laberst du? Wie kann man so eine sexistische Scheiße von sich geben? Ich habe niemals geschrieben, ich will jemanden kennenlernen. Stehst du auf meiner Stirn oder was? Danke, Aline, für die Rosen. Ich finde es grausam, dass es immer noch so Männer gibt. Danke, Aline, für die Rosen. Vielen, vielen Dank. Danke, Aline, für die ganzen Rosen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, Aline, für die ganzen Rosen. Dankeschön. Danke, Tim, für das Fingerherz. Wir sind einfach älter und haben nichts gelernt. Was meinst du? Ich weiß gar nicht, auf was du hinaus willst. Lisa, sowas musst du ignorieren. Facts. Ja, ich weiß. Keinen Sitzball, nein. Ich bin nicht kitzlig. Süße schon mal gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man darauf kommt, eine fremde Frau Süße zu nennen. Ich finde es ganz schlimm, bin ich ehrlich. Also, wenn mich ein Mann anspricht und dann direkt Süße sagt, ist für mich direkt so, okay, tschüss. Fühl dich nicht wie angegafft und bleib positiv. Dankeschön. Versuche ich immer. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Guys. Danke, Alexandru, für die Rosen. Ich kann leider deinen ganzen Namen gerade nicht lesen. Bin 21. Ich kann keine Musik machen, wenn ich mit meinem Handy live bin. Die Comment Section, keep strong. Dankeschön. Ich versuch's. Lisa wird hier am Wochenende der Helm verbeult. Was meinst du? Ab wann würdest du denn dort anfangen zu arbeiten? Wahrscheinlich ab 1.4. Ja. Hätte dich älter geschätzt, ja. Bin ich aber nett. Saufen. Ach so, nee, ich glaube nicht. Ich rauche IQOS, ja. Danke, Ramadan, für die Rose. Helm verbeulen, saufen. Echt? Ich wusste, ich habe es noch nie gehört. Wie groß bist du? Ich bin 1,60 groß. Nee, weil ich habe am Sonntag vielleicht ein Musikvideo drehe und dann muss ich fit sein in der Früh. Dankeschön für 30k Likes übrigens. Ich bin 21. Ein Minion. Okay, 1,60, ganz ehrlich, 1,60 finde ich gar nicht so klein. Ich finde so 1,55 ist dann schon klein oder 1,50 ist schon richtig klein, aber 1,60 finde ich ist noch so im normalen, kleineren Bereich. Leute, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Meine ganze Family ist nämlich voll groß. Außer ich. Ich bin 1,60 groß. Ich verstehe das nicht. Einmal wird gesagt, ich sehe viel älter aus. Einmal, okay, du siehst aus wie 18. Was? Was nun? Danke, Ritchie, für die Rose. Vielen, vielen Dank. Bist du adoptiert? Ja, ich habe es mir auch schon gefragt. Meine Mama ist nämlich 1,83 groß. Meine Schwester ist auch 1,80 groß. Die andere ist 1,70
76 groß, 75 groß und dann komme ich. Ich wiege immer unterschiedlich. Also ich wiege mich, ich habe mich so lange nicht mehr gewogen, aber immer so um die 50 bis 53 Kilo, 52, 51. Ja. Steh mal kurz auf. Nee. Das Beste kommt zum Schluss. Ist das eigentlich eine, es ist eine der größten Kanzleien in München, deswegen war ich so aufgeregt, weil es so eine krasse Kanzlei ist. Es ist eine richtig große Kanzlei. Aber es ist halt, es ist sehr gut gelaufen und ich war umsonst aufgeregt, sag ich mal. War 60, optisch 65. Viel Erfolg, das wird gut. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Du wiegst 60 Kilo, oder was? Danke, Daniel, für die Rose. Was meinst du damit 60 oder 65 Kilo? Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Hello, welcome, welcome. Danke, Miguel, für den März und für die Rose. Vielen, vielen Dank. Danke, Miguel, für das TikTok und danke, Miguel, für das Selena. Dankeschön. Wenn ich 65 Kilo wiegen würde, bei meiner Größe, dann wäre ich etwas fülliger. Danke, Ayhan-58 für das TikTok und Uwe Mirring für die Rose. Also wie gesagt, ich wiege um die 50 Kilo. 50 bis 53. Magst du sagen, wie viel du dann ungefähr verdienen würdest bei einer 40-Stunden-Woche? Danke, Miguel, für das TikTok und für die März. Danke, Miguel. Miguel Angel Jimenez. Vielen, vielen Dank. Magst du sagen, wie viel du dann ungefähr verdienen würdest? Ich weiß es noch nicht. Auf StepStone stand Gehalt zwischen 4.000 und 4.500 brutto. Aber ich weiß bei mir noch nicht. Ich bin 21. Schaust aber gut aus für deine Kilo. Was heißt für meine Kilos, hä? Ja, Steuerklasse 1. Dankeschön für die Rose. Ich kann den Namen leider nicht lesen. Ich drücke dir beide Daumen, das klappt. Dankeschön. Ich bin auch 1,60 groß und habe 80 Kilo. Es kommt natürlich drauf an. Muskeln sind schwerer als Fett, Leute. Man kann sich ja auch, es heißt ja nicht, wenn man mehr auf den Rippen hat oder curvy ist, das ist ja auch nichts Schlechtes. Danke, Admir, für die Rose. Hello, welcome, welcome. Mir geht's sehr gut. Wie geht's euch? Bro, ein Einstiegsgehalt. Das ist für ein Einstiegsgehalt ist es sehr gut. Ist ja bei jedem anderen. Was eine süße Maus. Dankeschön.
Schöner Schmetterling auf deinem Arm. Dankeschön. Das ist mein erstes Tattoo gewesen. Mein Vorstellungsgespräch war sehr gut. Was haben die mit deiner Zunge? Ich weiß, sagst du es mir? Bitte sag's mir. Ich weiß es nicht. Wie viele Rentner hier schon wieder sind, echt? Viel Glück in deinem neuen Job. Ich habe ihn noch nicht fest, aber vielen, vielen Dank. Ich komme aus der Nähe von München. Ich habe heute Geburtstag. Happy Birthday. Aber ich habe jeden Tag mit Mädels zu tun, die ihr Gewicht anzweifeln. Okay, auf was bezogen jetzt? Du schaffst das, glaub an dich. Dankeschön. Motivierende Worte. Ich bin 21. Was haben sie dir vorhin gesagt, wenn du die Antwort bekommst? Also ich, die schicken mir einen Termin, wann ich das Team kennenlerne. Also ich lerne noch das Team kennen, ob ich mich mit denen verstehe, ob das alles passt. Danke, verflixt. Und zugenix, keine Ahnung, für das viel Glück. Also bei denen ist es so, was ich voll toll finde, wenn die ein Bewerbungsgespräch haben oder eine Bewerberin, dann schauen sie, ob das passt. Und wenn es passt, dann stellen sie sie dem Team vor, ob das mit dem Team passt, was ich voll toll finde. Und jetzt lerne ich das Team kennen. Ich weiß noch nicht wann. Sie schickt mir zwei Termine. Ja. Ja, ich war schon mal in Wien. Keine Ahnung, das heißt ja auch, dass sie Wert darauf legen, wie sich die Leute verstehen, wie das Betriebsklima ist. Und das war halt in meiner alten Kanzlei nicht so. Dankeschön für die Rose, Milli. Dankeschön, Marcel, für die Kappe. Hui. Ich war schon sehr oft in Kroatien. Danke, Dani 77 für den Panther. Hört sich doch jedenfalls sehr positiv an. Ja, fand ich auch. Ja, ich habe ein Auto. Danke, Dani 77 für den Panther. Danke, Marcel, für die Rosen. Dankeschön. Danke, Norman, für das Kleeblatt. Ich lese die Kommentare und lache mich schlapp. Ist doch toll, wenn du was zum Lachen hast. Spaß. Welcome, hello. Puppe schon mal gar nicht. Ich bin ein Mensch, ich heiße Lisa. Was isst du so am liebsten? Sushi. Ich liebe Sushi. Danke, Stefan 22 für das Kleeblatt und Thomas für die Rose. Danke, Stefan 22 für die Kleeblätter. Wie war dein Tag? Sehr gut. Ich hatte heute ein Bewerbungsgespräch und es ist gut gelaufen und aber auch anstrengend, weil ich mich sehr, sehr viel gestresst habe. Sag, möchtest du vielleicht Internetmarketing? Das wäre halt voll mein Ding, Internetmarketing, ne? Stefan 22, danke schon für die Rosen. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Als Rechtsanwalt Fachangestellte. Danke, Stefan 22, für die ganzen Rosen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich höre alles an Musik, Leute. Deutschrap, Hip-Hop, Oldies. Leute, wenn ihr euch mal meine Playlist anschauen würdet, das ist so schlimm. Ich habe ein Bauchnabel-Piercing und ein Helix-Piercing. Dankeschön für 34k Likes. Danke, Matze, für die Rose. Vielen, vielen Dank.
Ich bin keine Jurastudentin. Ausbeutung der was? Gute Nacht, Wortwahl nicht die beste und Sushi, ich hasse es. Ausbeutung der. Von was Ausbeutung? Was redest du? Dir ist aber klar, dass es auch vegetarisches Sushi gibt, also mit Gurke und Avocado.